Zweifellos ist der Film Die Träume von Bernardo Bertolucci eine Liebeserklärung an das französische Kino, ja, eine Liebeserklärung an das Kino überhaupt. Diese Liebe kann man als eine hemmungslose beschreiben, ja, als eine, die sich mit den Filmzitaten, den Anspielungen und den Reenactments ähnlich stark verlieren bzw. versenken will wie Bertoluccis Kamera in das Kino Paris des Jahres 68. Doch Bertoluccis Blick auf die Stadt, auf seine Menschen und in die Kinoseele ist nicht blind vor Liebe. Sie ist vielmehr geprägt von einer Aufmerksamkeit für die latenten Kippmomente im Zeitgeist der kulturellen wie politischen Revolution dieses Jahrzehnts. Bertolucci zeigt sich nämlich überaus sensibel für jene Brüche und Ambivalenzen, welche in diesem Film ebenso stark in der Luft liegen, wie die Träumenden es tun, die der Außenwelt den Rücken zukehren, da sie sich längst eine Innenwelt aus Licht und Schatten gebaut haben. In dieser Spannung zwischen einem anschwellenden Außen, welches für sich immer mehr Platz beansprucht, und einem sich zusammenziehenden Innen, das sein Heil schlussendlich in einem Kinderzelt suchen wird, finden sich im Grunde die Keimzellen jener Widersprüche, die Teile einer Generation am Ende so stark radikalisierten, dass sie nicht nur dem Elternhaus, sondern auch dem Staat den Krieg erklärten. Die Rolle des Kinos darf dabei nicht unterschätzt werden, steht dieses doch nicht unbeteiligt daneben, sondern ist ein immanenter Part dieser Widersprüche. Die Träumer darf man als die späte Reflexion dieser genuinen Verbindung zwischen dem Klassenkämpferischen und dem Kino der 60er Jahre begreifen. Der Film deutet nämlich mehr als nur an, dass der Träumende, ist er einmal aufgewacht, schnell zum Terroristen mutieren kann. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Um was geht es in Die Träume? Nun, Bertolucci versucht seinen Zuschauer in das Paris des Jahres 68 zu entführen und stellt ihm dazu den amerikanischen Studenten Matthew zur Seite, der ähnlich wie wir ein Fremder bzw. ein Außenstehender in dieser Stadt ist. Ihn kann man als eine Art figurativen Transmittler begreifen. So wie also er dieses Frankreich, dieses Paris, diese Stadt das erste Mal erfährt und erlebt und so wie er von den Eindrücken überwältigt ist, so sollen auch wir diese mit ihm teilen, ja, nachempfinden. Matthew ist wie wir ein Tourist, der uns unfreiwillig an die Hand nimmt und das meint, dass er mit uns die Irritationen und Schocks, aber auch die Sensationen und Freuden teilen soll, also als eine Art Blitzableiter fungiert, der uns versichert, dass das alles dazugehört, wenn man das Neue und Aufregende einer Zeit im Umbruch erfahren will. Er wird dann recht zügig die Zwillinge Isabelle und Theo kennenlernen und so wie er sollen auch wir uns in die beiden und in die Stadt verlieben. Bertolucci macht uns also ein Liebesangebot, welches wir kaum ablehnen können. Ein Angebot natürlich, welches durchdrungen ist von der Liebe für das Kino, aber zwischen dem Politischen und dem Kinematografischen erst einmal gar nicht unterscheiden will. Der anschwellende Konflikt der aufziehenden Studentenproteste schwebt die meiste Zeit über dem Film, nimmt aber seinen Ausgangspunkt in der Cinémathèque Française, vor der die Studenten gegen die Absetzung des Mitbegründers dieser Institution, Henri Langlois, durch Kulturminister André Malraux demonstrieren. Die Träumer interessiert sich dabei weniger für die tatsächlichen politischen Hintergründe. Er will ja auch kein politischer Film sein, sondern legt sein Augenmerk viel stärker auf die Gesten des Politischen, die Performance des Streits, des Aufbegehrens und des Widersprechens. Wie beispielsweise während eines Abendessens, wenn Theo und sein Vater unsanft aneinander geraten. Es sind hier die Blicke, die entscheidend sind. Hier der giftige, gezielte, aber diffus bleibende Blick Theos in Richtung seines Vaters und dort der verdutzte, überforderte, ja erschüttert nach unten fallende Blick des Vaters. Erschütterung, das ist sicherlich ein Thema des Films. Die Frage ist nur, was wird da eigentlich erschüttert? Aufschlussreich ist hier die theatrale Ankettung der Studentin Isabelle an das Eingangstor der Cinémathèque Française, was sich schlussendlich als bloße Performance, als Showact herausstellen wird, in der sie die Hauptrolle spielen will und den öffentlichen Platz als ihre eigene Bühne begreift. Angekettet ist sie nicht wirklich. Es geht ihr maximal um die symbolische Wirkung und die symbolische Praxis, nicht aber um die eigentliche Tat. Denn die hätte ja Folgen. Das Trio etabliert sich gegenüber der Revolte bereits hier als Touristengruppe.
Natürlich kann man nun schnell auf den Interpretationszug aufspringen, der in vollem Tempo auf die These zusteuert, dass wir es in diesem Film mit Rebels Without a Cause zu tun haben, mit Schick-Demonstranten, die sich nicht für das Theoretische oder für das Praktische der Politik interessieren, sondern lediglich für das Ästhetische und das Theatrale. Die lediglich dabei gesehen werden wollen, wie sie demonstrieren, schlaue Bücher lesen und sich mit den unterdrückten Völkern der Dritten Welt solidarisieren, um so von ihrer eigentlich bürgerlichen Fassade abzulenken. Wer auf diesen Zug aufspringt, erkennt schnell die überall am Seitenrand auftauchenden Zusammenhänge. Da sind die Mao-Poster, welche unterschiedslos neben den Postern der Kulturindustrie hängen und im Grunde aus dem chinesischen Revolutionär eine Art Popfigur mitsamt Pop-Art-Büste machen. Da ist aber auch das Gespräch zwischen Theo und Matthew, in dem Theo über die große Revolution als Film fantasiert und ich merke, dass seine Idee ein wenig an Riefenstahls Triumph des Willens erinnert. Da ist aber auch der Selbstmordversuch von Isabelle, der mit einer Szene aus dem französischen Drama Muschette von Robert Bresson parallelisiert wird und damit das Theatrale, ja das Zitat und die spielerische Imitation verdeutlicht, welche selbst eine solch existenzielle Situation dominiert. Und da ist natürlich das bürgerliche Leben der Eltern, welches immer sich als sicherer Rückzugsort dient, wenn denn einmal das Geld tatsächlich aus ist. Und da ist nicht zu vergessen die Scham nach dem Tabubruch, wenn die Eltern einmal mitbekommen haben, was die Kinder da eigentlich veranstalten. Daraus wird ja gar die doppelte Scham, wenn Isabelle auf einmal merkt, dass es ebenfalls die Eltern sind, die liberal und anti-autoritär auf das angerichtete Chaos der Dreierbande reagieren und damit auf die Provokation gar nicht mit Eskalation antworten. Denn Eltern sind nicht gleich Staat. Der Vater der beiden Zwillinge steht in diesem Kontext beispielhaft für diese seltsame Spannung. Er nämlich ist höchstwahrscheinlich ein ehemaliger Revoluzzer, der vielleicht wie der nun verhasste André Malraux als überzeugter Kommunist einst im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco mitgekämpft hat, aber nun verbürgerlicht und von den Institutionen verschluckt, Politik nüchtern, erlebnisarm, reformistisch und vor allem befreit von Leidenschaft betrachtet, während es seiner Tochter und seinem Sohn nach Sensation und Revolution steht. Doch Sensation und Revolution sollen, dies ist der erste Unterschied, lieber im privaten und im wohlgehüteten Elternhaus stattfinden und wenn auf der Straße, dann wohl lieber als das, was man heute als Event bezeichnen würde. Diese Sehnsucht nach Sensation und Revolution wäre so nur ein vorgeschobener Grund. Ein Grund, um zum Beispiel die eigentliche Starre und Gefangenschaft in der infantilen Zwillingsbeziehung zu verdecken. Aus dieser Perspektive wäre das Kino als Zufluchtsort und zur Identitätsstiftung eher Gefängnis als Ort der Befreiung. Und dann wäre auch das Anwesen der Eltern ein Schutzraum, eine Art äußerster Verteidigungsring, einer, der vor der Bedrohung auf den Straßen, ja vor dem tatsächlichen Aktivismus und der tatsächlich politischen Tat schützen soll. Und dann wäre auch Isabels Kinderzimmer ein Schutzraum, der uns in seiner biederen Ordentlichkeit als Gegenpol zum Bild der sexuell wie körperlich freizügigen Frau geradezu ins Auge springen muss. Schlussendlich wäre dann das Zelt, der letzte Rückzugsort, bevor ein Stein, ein Schlag, mit einem Schlag das brodelnde Außen in das idyllische Innen hineinträgt. Zusammengenommen kann man anhand des Films also einen Vorwurf erneuern, den Karin Wieland an die deutschen 68er gerichtet hat, auch wenn an dieser Stelle natürlich nicht die Proteste in Frankreich mit denen in Deutschland gleichgesetzt werden sollen, auch wenn der kulturelle Hintergrund sehr wohl ähnlich war. In ihrem Text zum RAF-Terroristen Andreas Bader heißt es nun sehr passend, Zitat, rückblickend gewinnt man den Eindruck, als habe diese Generation alles unternommen, um zu vertuschen, dass sie zu den großen Gewinnern der Bundesrepublik gehörte. Zitat Ende. Nun ist damit alles zu Die Träumer gesagt, denn diese Interpretation ist sicherlich nicht falsch und die feine Dekonstruktion, die Bertolucci vornimmt, um auf die Widersprüche und Ambivalenzen innerhalb seiner 68er-Miniatur hinzuweisen, mögen so wohl auch intendiert sein. Diese Widersprüche lassen sich wie folgt benennen, nämlich, dass die 68er in ihrer Solidarisierung mit den unterdrückten Völkern des US-Imperialismus einerseits von der faktischen Verbürgerlichung des heimischen Proletariats, andererseits von ihrer eigens gut gesicherten Existenz im Bürgertum ablenken wollten. Der Vorwurf lautet, dass ihre Solidarisierung lediglich eine Art Feigenblatt war, um ihren Aggressionen und ihrer Wut Berechtigung und Form zu geben.
Man kann den Blick aber auch wenden und es mit einem Satz von Franke Böckelmann beschreiben, einem der wichtigsten Köpfe der antiautoritären Bewegung und Führungsstab des SDS. Er schreibt, Zitat, man wollte aus der Enge heraus das Korsett der vorgeprägten Erwartungen sprengen, aus der Provinz heraus in die große Welt Identitäten ausprobieren, Sexualitäten ausprobieren, verreisen, mit Drogen experimentieren, neue Arbeitsfelder finden. Immer ging es um Entgrenzung, um Grenzüberschreitung. Zitat Ende. Theo und Isabel verkörpern diese Lust an der Grenzüberschreitung und tragen zugleich das Feigenblatt der Revolte. Und das ganz egal, ob sie wissen, was da eigentlich überschritten wird. Ganz egal, ob sie wissen, wer da in Fernost eigentlich unterdrückt wird. Und ebenfalls ganz egal, was es eigentlich heißt. Kulturrevolution. An dieser Stelle aber Halt zu machen und sich wie der Amerikaner Matthew umzudrehen, der als vermeintlich besonnene Figur am Ende Halt vor der Gewalt macht und damit die scheinbar einzige richtige Entscheidung trifft, wäre fahrlässig. Würde sie nicht nur den Blick verengen, sondern die besondere Verbindung zwischen dem Kino, der Revolte und der Ästhetik dieser ausblenden und ebenfalls übersehen, dass die von Bertolucci herausgestellten Widersprüche nicht einzig als Delegitimation der Sache gesehen werden müssen. Dazu muss man die Träume als eine Art Präludium der anstehenden Revolte in Frankreich und Europa verstehen, also als eine Art Vorspiel, in der aber der mentale Zustand, die Weichenstellung, ja der Ursprung für das zu finden ist, was später in seiner extremsten Form im Terrorismus endet. Wenn nämlich die 70er Jahre das Jahrzehnt einer inneren wie äußeren Desorientierung ist, dann erzählt die Träumer von den Vorläufern dieser Desorientierung, wie es der Schriftsteller Michael Rutschke in seinem Buch Erfahrungshunger, ein Essay über die 70er Jahre, beschreibt. Rutschke nämlich erkennt in der bürgerlichen Existenz eines normalen Studenten, der sich gegen das bestehende System stellt, nicht automatisch einen Widerspruch zum antibürgerlichen Bestreben genau dieses Studentens. Im Gegenteil, sieht er in der eigentlichen Bürgerlichkeit gar den genuinen Grund für die Attacke gegen das Elternhaus. Rutschke setzt hier, wie es auch Bertolucci macht, bei der Universität als Institution des freien Denkens an und skizziert eine Veränderung innerhalb des Verhältnisses zwischen der wirtschaftlichen Ordnung des Kapitalismus und der Autonomie der Hochschule als geschützter Ort, als eine Art Elfenbeinturm. Was man nämlich heute in seiner absoluten Extreme beobachten kann, also die kommerzielle und leistungsorientierte Umwandlung des Universitätsbetriebs in ein neoliberales Mehrwertmanagement, nimmt ihren Ausgang in den 60er Jahren. Doch was ist mit der Umwandlung des Universitätsbetriebs genau gemeint? Diese Umstrukturierung, von der Rutschke spricht, setzt ein Gleichheitszeichen zwischen Massenbüro, Massenproduktion, Massenlabor und Massenseminar. Im Grunde nähert sich der Student in seinen Arbeitsbedingungen den Arbeiter an. Doch die individualistische Weltanschauung, die dem bürgerlichen Studenten mittels der Universität ebenfalls eingeimpft wird, nämlich ein vernunftbegabtes, eigenständiges und autonomes Subjekt zu sein, macht es ihm ungleich schwerer bis unmöglich, sich wie ein Arbeiter in einem Kollektiv zu denken. Was Theodor W. Adorno als die Vergesellschaftung bezeichnet oder was man an marxistischer Stelle als Verdinglichung begreifen kann, trifft mit voller Wucht auf das althumanistische Ideal des Bildungsbürgers und erzeugt nicht mehr zu überwindende Spannungen durch die an den Studenten herangetragene Forderung zur Verallgemeinerung und Eingliederung bei gleichzeitiger Individualisierung. Einen Ausgang, so Rutschke, sucht der aufgeriebene Student in seiner Familie, auf die er seine Unterdrückungsgeschichte stärker zurückführt als auf die kollektive Unterdrückung durch das System. Vor allem Theo, der seinen Vater als Stellvertreter für seinen Ärger und seine Unzufriedenheit bestimmt, wird dadurch davon abgehalten, Zitat, seine Biografie als Reflex der gesellschaftlichen Verhältnisse zu verstehen. Zitat Ende. Zwar will er in diesem Rahmen denken, kann aber den des Elternhauses buchstäblich nicht entfliehen. Das bürgerliche Individuum, so Rutschkes These, kann sich nicht als Exemplar eines allgemeinen Begriffs, einer größeren Ordnung, eines Kollektivs wahrnehmen und versucht dies dann doch mit aller Gewalt, wenn er sich nämlich aus aller Not mit dem Vietcong solidarisiert. Was hier entsteht, ist die Utopie des Allgemeinbegriffs, eine Art Schematisierung bzw. Konzeptualisierung, die Überbegriffe entwerfen will, unter denen sich dann die diffusen Sehnsüchte, Ängste, Grenzüberschreitungen, Schrecken und Schmerzen der bürgerlichen Existenz versammeln können.
Vor allem Theo stellt sich unter einen solchen Allgemeinbegriff, wenn er die Rote Mao-Bibel als das einzig wichtige Buch hervorhebt und damit seinem Freund Matthew beeindrucken will. Diese Sehnsucht nach einer soziologischen Schematisierung der Welt in klare Grenzen und Gruppierungen wirkt sich auch auf die Kunstkritik aus. Wenn man sich also einmal vorstellt, wie der am Ende des Films radikalisierte Theo Bertoluccis die Träume nun selbst anschauen würde, dann kann man sich ganz gut vorstellen, wie vielleicht seine Kritik ausfallen würde. Sie würde vielleicht wie folgt lauten. Der Film Die Träume trägt zur Stabilisierung der kapitalistischen Inhumanität bei, indem er sein Interesse an der notwendigen klassenkämpferischen Umwälzung der kapitalistischen Grundordnung nur vortäuscht, sie mittels der Stichwörter Tabubruch, Sexualität und Jugend delegitimiert und so in Form seines Negativhelden Matthew anzeigt, dass eine Rückkehr zum Status quo immer besser ist als die Propaganda der Tat. Doch diese Kritik wäre von einem Theo nach dem Film. Im Film selbst aber ist er noch nicht ein solcher Utopist der Allgemeinbegriffe, der er später vielleicht nach dem Abspann noch werden wird. Noch steckt in ihm das Diffuse und Widersprüchliche, welches sich eben nicht auf die Begriffe bringen lässt, sondern was seinen Sinn nur durch Sinnlichkeit ausdrücken kann. Im Badewannenliegen, im Drogenkonsumieren, im Kino abhängen. An dieser Stelle kommt tatsächlich das Kino ins Spiel. Wenn er oder auch Matthew und Isabel Filme nachspielen oder sich gegenseitig Filmfragen stellen, dann wollen sie sich nicht mit den Filmen ideologiekritisch auseinandersetzen, sondern um über die erfahrbare Sinnlichkeit einer Erfahrung und damit einen eigenen Sinn zu kreieren. Durch das Louvre wird gerannt, um zu leben oder um sich zu beweisen, dass man lebt. Und dann wird eine Szene aus Königin Christine reinszeniert, um Sinn über Sinnlichkeit, über das Fühlen, über die Bewegung, über den tänzelnden Schritt herzustellen. Erfahrungshunger, wie ihn Rutschke für die 70er Jahre also ausmacht, ist hier ein Hunger nach den Erfahrungen des Kinos, eine bereits vorweggenommene Spielart der späteren Postmoderne. Dieser Hunger zeigt die sich bereits vollzogene Geschichtswerdung des Films an, der Eingang in das Bewusstsein und Denken der Protagonisten findet. Wenn nur das Kino Halt und Struktur bieten kann, dann ist die zweite Utopie, wie sie Rutschke formuliert, bereits für das Außerhalb des Kinos eingetreten, nämlich eine der, Zitat, Unbestimmtheit des Vagierens, der Strukturlosigkeit und Entgrenzung, Zitat Ende. Das Kino als Halt- und Strukturspender ist also nicht nur Flucht, sondern Ordnungspunkt, Referenz, Bezugsgröße, Identitätsstifter. Und hier kann die These, die ich zu Beginn aufgestellt habe, wieder aufgenommen werden, nämlich die, dass aus den Träumern Terroristen werden können, wenn sie einmal die Grenze ihrer Träume außerhalb des Kinos festgestellt haben und wie es der Film am Ende andeutet. Ob Theo und Isabel tatsächlich diesen Weg einschreiten, sei einmal dahingestellt. Und es gilt auch, diese Annahme nicht zu überspannen. Aber die Verbindung zwischen Kino und Terrorismus ist zu offensichtlich, als dass sie hier verschwiegen werden sollte. Corinna Erck nämlich hat in ihrer Beschäftigung mit dem Terror der Roten Armee-Fraktion die besondere Verbindung zwischen dem Kino und den RAF-Terroristen herausgearbeitet, die einst ja als Demonstrationsteilnehmer begannen und dann irgendwann Bomben warfen, statt Filme zu drehen. Diese Verbindung lässt sich medienwissenschaftlich als Kommunikationsakt des Terrors und als Bildproduktion des Schreckens fassen. An dieser Stelle soll aber der direkte Blick auf die Kinoträume der Terroristen genügen. Nur ein paar wenige Beispiele, die aber irgendwie an Theo, Isabel und Matthew erinnern. So soll beispielsweise RAF-Terrorist Andreas Bader, nachdem er Jean-Luc Godards Film 11 Uhr nachts gesehen hat, gesagt haben, ha, das machen wir selbst. Kein Wunder, dass er sich mit Jean-Paul Belmondo assoziierte und daher immer wieder den Spruch brachte, redest du jetzt oder soll ich meinen kleinen Freund sprechen lassen? Gudrun Ensslin wiederum trug in der Gerichtsverhandlung nach dem Kaufhausbrand eine rote Jacke im Look von James Dean und wiederum der von Louis Malle-Film Viva Maria diente Fritz Teufel und anderen zur Namensgebung der Gruppe Viva Maria, deren Motto lautete, dass Revolution Spaß machen sollte. Die Verbindung zwischen der Cinephilie und der Revolte ist also eine, die medienhistorisch gesprochen von ganz pragmatischer Natur ist. Sie zeigt, dass Bertoluccis thematische Engführung von Kino und Revolution kulturell grundierter ist, als es die Annahme zulässt, dass wir es hier lediglich mit einer nostalgischen Form des modernen Aufbegehrens in den 60er Jahren zu tun haben.
Ein bürgerliches Individuum, welches Zuflucht in allgemeinen Begriffen sucht, das Kino als Ort der Sinnlichkeit schätzt und zugleich alles dafür tut, um vom Gefahrvollen außerhalb wenig mitzubekommen, selbst wenn es sich direkt vor der Nase befindet. Diese Interpretation kann die Widersprüchlichkeit nicht auflösen, aber sie in Bilder einfließen lassen, die in der Nacht der Barrikaden münden wird. Im letzten Blick, den Matthew und Isabel austauschen, sehen wir in ihren Augen bereits das Scheitern der Protestkultur aufflackern, welche sich später in unzählige Subkulturen ausbreiten wird. Aber noch wird der Moment lebendig gehalten, eingefangen von einer Kamera, die ganz am Schluss die Zeit zwar nicht anhält, aber langsamer werden lässt, so als wäre das, was nun kommt, zu schwer, um vom Bild getragen zu werden. Was bleibt, ist der sich abwendende Matthew, der als der eigentliche Erzähler fungiert und damit im extradiegetischen Sinne ja irgendwo anders ist, nur nicht mehr dort in Paris. Dieser Ort ist Vergangenheit, Selbsttraum, eher eine offene Wunde als ein abgeschlossenes Ganzes. Matthew wirft auf das Geschehen den Blick des längst Ausgewanderten. Michael Rutschke hat dazu eine Art Motto aufgeschrieben, Zitat: Die vielen disparaten Geschichten, die wir leben, so betrachten, wie sie sich sonst nur darstellen, wenn man von ihnen Abschied nimmt. Zitat Ende. Die Träumer mag ein solcher Abschied sein und dies ist sicherlich seine melancholischste Note, aber das alles kann nicht ohne Ärger und Zorn passieren. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.